Weiter geht's in Gravitport City und ich glaube, wir müssen die Stadt gerade vor einer feindlichen Übernahme schützen, denn da waren einige Team Arca-Mitglieder und die haben sich hier im Museum versammelt. Willkommen im Ozeanmuseum. Der Eintritt kostet 50... Okay, vielleicht auch nicht. Okay, vielleicht interessiert sich das Team auch einfach nur für Kultur. Das kann auch sein. Das wäre sogar positiv, aber das wäre komplett was anderes als das, was wir bisher gesehen haben. Schauen wir einfach mal. Wenn dieser Idiot die Sache im Metaros City nicht vermasselt hätte, wären wir jetzt nicht hier. Achso, die müssen als Bestrafung sich Kultur angucken, okay? Wenn ich diese ganzen Sachen an mich reißen würde, wäre ich dann reich. Aber stimmt schon, das ist eine echte Bestrafung, weil ich kann mich an die ganzen Museumsausflüge aus der Schule erinnern. Oh mein Gott, Alter, das war... Da bist du halt wirklich verrückt geworden. Ich hatte keine 50 Pokédollar, da habe ich Ewigkeiten gebraucht, an der Rezeption vorbeizukommen. Nicht mal das hat er. Eier, was machst du hier? Ich bin von Team Aqua, du hast mich in den Boden gestampft. Erinnerst du dich? Im Metaflutoner. Hier, das ist für dich. Vergeben und vergessen. Ja, lol. Der verliert gegen mich einfach und gönnt mir was. Okay. CM46, was ist denn das überhaupt? Ich hoffe, du läufst mir nie wieder über den Weg. Ja, gut. Wir sehen uns sicher nochmal. So, CM46. Raub. Eine Unlichtattacke, okay. Könnte ich jetzt sogar überlegen, ob es vielleicht nicht sogar klug wäre, das zu erlernen. Es gab ja mittlerweile einige Gegner, die eine Beere hatten, ne? Im falschen Moment auch eventuell ab und zu mal. Wir Team Aqua bestehen zum Besten für alle. Ja, uns wurde befohlen, uns hier zu versammeln. Das taten wir, aber unser Boss, der Galgenvogel, ist nicht hier. Ja, keine Ahnung, was die hier alle wollen. Ich dachte zuerst wirklich, jetzt wird fett gekämpft, aber ne. Ja, wenn du Brick suchst, der bin ich. Ah, das müssen die Stücke sein, die ich bei Mr. Trump vom Denver bestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir unsere Expedition vorbereiten. Ah, ich wusste es doch. Warte, das ist doch viel zu schwer für euch. Wir nehmen das an uns. Wer seid ihr? Wir sind Team Aqua. Unser Boss will diese Dinge haben, also hört auf zu labern und lasst die Teile rüberwachsen. Wäre auch zu cool gewesen, wenn es keine Auseinandersetzung gegeben hätte. Aber ja, die wollen mal wieder ein bisschen kassieren. Kanivana. Soll ich das mit Trassler weitermachen? Ich glaube schon. Rauhaut. Vor allem, okay, da muss ich glaube ich sogar mit Trassler. Achso, warte mal. Warte mal, was war Rauhaut nochmal? Oh, okay, nee, ich kann es nicht mit Trassler beenden. Verdammt. Oh, der hat das zweite Typ Unlicht. Verdammt. Stimmt, das ist ja die vorhin... Ich muss ganz schnell wechseln. Oh my goodness. Stimmt ja, Kanivana, jetzt ist, weil ich weiß, die Vorentwicklung von Tohaido. Alter, hat das gerade geschmeckt. Also mir nicht, aber ihm zumindest. So, jetzt müssen wir sofort wieder ausgleichen. Alter, 2 KP bleiben da einfach übrig. Ja, also das war jetzt leider ein bisschen sehr unerwartet gerade. Aber auch komplett vergessen gerade wieder. Ja, ja, soll vorkommen. Der Unlichttyp halt. Oh Mann, was für ein Desaster. Der Boss wird verdammt wütend sein. Okay, jetzt kommt der noch. Also wenn der jetzt auch mit dem Kanivana kommt, ich werde sofort wechseln. Ich muss sowieso, 2 KP ist ein viel zu großes Risiko. Ein Zupert. Okay, das wäre sogar... Mann, ich hasse, wenn sowas passiert. Ja, keine Ahnung, was machen wir? Ich glaube, ich werde doch Ding drin lassen. Sprudel war 60 KP, der normale Super 50, das brauche ich gerade. Alter, trotzdem, ey. Warum muss es so weit überhaupt kommen? Der hat auch schon wieder irgendwie sowas drauf. Das war der scheiß Erstaunen, nicht wahr? Ich habe jetzt gerade wieder nicht hingeguckt und gelesen. Ich habe gerade weggeguckt. Egal. Nein, jetzt kommt der Superschall. Ey, da läuft aber gerade gar nichts nach Plan hier. Bitte triff einfach. Ja, sieht gut aus. Okay.
Ey, Trassler muss gar ganz schön leiden. Deswegen umso wichtiger, dass es sich mittlerweile mal entwickelt. Kannibaner, da ist es schon wieder. Ein zweites Mal falle ich auf den Streich nicht rein. Übrigens, eine Sache noch zum EP-Teiler. Nachdem ich den Brief an Troy übergeben hätte, dann hätte ich den schon bekommen können. Nur, ich hätte da zurück nach Metaros City müssen und das dauert halt noch. Deswegen, das nächste Mal, wenn wir bei der Stadt vorbeikommen, da werde ich das ganz kurz mal machen. Und keine Sorge, Leute, das wird noch einmal passieren. Rein theoretisch ist es sogar zweimal möglich. Also, ab wann ich das dann wirklich mache, ob ich es überhaupt zweimal mache, natürlich, das ist mir entschieden. So, Reptains Level 20, das ist gut. Die sollen sich ruhig schon schön weiterentwickeln vom Level, die beiden. Und nun, wenn wir die Stücke nicht bekommen, können wir uns auf etwas gefasst machen. Ach, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein nervendes Kind meine Nerven nervt. Wow. Da ist der Boss, glaube ich. Oh oh. Ich bin gekommen, um zu sehen, warum er so lange braucht. Und was sehe ich? Ihr Idioten lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen. Wir sind Team Aqua und lieben das Meer. Und ich bin Team Aquas Boss, Adrian. Wieso mischst du dich in unsere Angelegenheiten an? Nein, das kann nicht sein. Du bist doch nicht von Team Magma. Warte mal, das stimmt doch einfach nicht. Du bist doch gar nicht danach angezogen. Pokémon, Menschen, alles Leben basiert auf den Kräften des Meeres. Da setzt Team Aqua sich für die Ausweitung des Meeres ein. Meinst du nicht auch, dass wir uns eine großartige Aufgabe gestellt haben? Du bist wahrscheinlich noch zu klein. Du kannst unsere Ideale einfach noch nicht verstehen. Aber wenn du dich jemals wieder gegen uns stellst, wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Vergiss das nicht. Du bist Nemado? Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich vergessen, dass du uns die Teile von Devon gebracht hast. Aha. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nun. Du kannst dir hier ruhig alles in Ruhe anschauen, wenn du magst. Und ich bekomme Heilung sogar. Perfekt. Muss ich keinen extra Zwischenstopp machen im Pokémon Center? Ich glaube aber, viel mehr können wir hier gar nicht machen. Nee. Also Item müsste hier, glaube ich, keins versteckt sein. Jetzt würde es mich aber interessieren, was würde passieren, wenn man gerade keine Poké-Dollar hat? Und auch keine Möglichkeit mehr hat. Also rein angenommen, du hast jetzt alles runtergewirtschaftet, alles verwendet und du hast nur noch irgendwie so 30 Poké-Dollar übrig, keine Items mehr in der Tasche zum Verkaufen, gar nichts. Lässt du dich dann einfach nicht rein, oder was? Ich meine, als ob das passieren würde, aber trotzdem. Wie, ich bin mir sicher, dich irgendwo schon mal gesehen zu haben. Habe ich mich eigentlich schon vorgestellt? Ich bin Scott. Eben ist Team Aqua von hier geflohen, also als seine Horde Hornissen hinter ihnen her. Lass mich raten, du hast sie verjagt? Ja, eigentlich schon. Vielleicht dieser Trainer. Sehr gut. Ich denke, wir werden gute Freunde werden. Wir sollten uns in unseren Pokénaps eintragen. Der Typ ist mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so geheuer. Ich würde dich gerne auf deinem Weg begleiten, aber natürlich möchte ich auch andere Talente im Auge behalten. Daher werde ich jetzt andere Orte besuchen. Wir sehen uns, Nemado. Gut, ich glaube, hier hinten kann ich lang. Nee, kann ich nicht. Naja, alles lieber abprüfen nochmal. Kann immer was sein. So, das bedeutet, ich habe jetzt zwei Sachen, die ich auf alle Fälle noch machen möchte. Einmal, ich muss sowieso ins Pokémon Center. Wo war denn das nochmal? Das war oben, oder? Hier war's. Einmal die Geschichte mit diesen Pokémon-Mix-Zutaten. Hallo, ich bin Tiala. Dies scheint dein erstes Mal hier zu sein. Ich zeige dir, wie das drahtlose... Na, jetzt zeigt mir die das sogar. Im Obergeschoss gibt es zwei Clubs. Zum ersten den Club links, das ist der Konix-Club. Hier kannst du Trainer treffen, die ebenfalls den Konix-Club betreten haben. Du kannst mit ihm sprechen, kämpfen und tauschen. Zum zweiten den Club rechts, das ist der Direkt-Club. Hier kannst du mit Pokémon gegen Freunde kämpfen oder sie tauschen. Falls der drahtlose Game Boy Advance Adapter nicht eingesteckt ist, kannst du das GBA Game Link-Kabel benutzen. Ja, gut, das war frühere Zeit. In diesem Fall musst du den Direktclub betreten. Viel Vergnügen mit dem drahtlosen Kommunikationssystem. Gut, das ist mir eigentlich egal. Ich will mich eher um das mit dem Mixen. Das war doch hier, oder? Hey, hieß es nicht, das war im Pokémon Center? Okay, kann sein, dass ich mich auch gerade täusche. Egal, gut, dann halt nicht. Oder war das irgendwo anders? Aber es ging auf alle Fälle das mit dem Mixer. Das habe ich mir ja von der angehört, glaube ich.
Ne, Blödsinn, die Mixer-Lady war da unten. War das die rechts? Ne, die war's. Ich habe vor kurzem im Pokémon Centers Maschinen installiert, mit denen man Bären malen kann. Du findest sie im Direktclub im oberen Stockwerk, okay? Ach, lol. Warte mal, man konnte das, glaube ich, sogar nur dann machen, wenn man... Ja, ich bin mir unsicher, ob wir das überhaupt machen können. Egal, ich probiere es trotzdem mal aus, also Direktclub. Aber ich glaube, da brauchst du ja die Hilfe von deinen Freunden oder irgendwie so war das. Gut, das funktioniert eh nicht. Muss ich sogar speichern. Okay, nee, dann lassen wir es lieber bleiben, aber ich hatte schon befürchtet. Ja, also da brauchst du, glaube ich, auch wieder irgendwen anderen, damit das funktioniert. Und das klappt dann hier nicht. Gut, dann lassen wir das bleiben. Ansonsten bleibt eigentlich in der Stadt nicht mehr viel zu erledigen, außer das hier, also das Kampfcamp. Ah, da ist Scott wieder. Oh hey, wenn das nicht Nemado ist. Lass mich raten, Nemado, du stellst dich der Herausforderung im Kampfcamp? Ja, eine gute Idee, eine wirklich sehr gute Idee. Denn ein starker Trainer ist wie geschaffen für das Kampfcamp. Gib dein Bestes. War das nicht mal irgendwas anderes, oder? Ich mag eigentlich keine Käfer-Pokémon, aber vielleicht sollte ich zur Abwechslung noch welche fangen. Wer weiß, vielleicht finde ich sie dann jedoch ganz nett. Willkommen im Kampfcamp von Gravelport. Ich begleite dich zum Wechselkampfturnier. Möchtest du... Ja, ich mach's einmal. Information brauche ich noch kurz. Wechselkampfturniere, okay. Die mit Leih-Pokémon ausgetragen werden. Wenn du die Herausforderung abbringen willst, speichere dein Spiel. Oder wirst du disqualifiziert. Okay. Das ist halt auch wieder so... Ich möchte es trotzdem mal ausprobieren. Dann müssen wir das Spiel speichern, okay? Aber das ist eine Sache, die wir auf alle Fälle durchziehen können. Einfach mal drei Leih-Pokémon, alles klar. Wir nehmen deine Pokémon in unsere Obhut. Dann kannst du dir aus einer Anzahl von Pokémon ein paar ausleihen. Okay, wir haben hier Magnetilo, Goldini, Knilz, Kamaub, Schmerbe und Marill. Alleine davon müsste Marill eigentlich schon ganz geil sein, weil es eine Weiterentwicklung ist. Wobei, ich nehme Magnetilo. Kann man sogar nachgucken, was die können. Funkensprung einfach, okay. Also nehme ich. Dann bei Marill, was hat der alles drauf? Blubstahl, Walzer. Walzer vor allem. Gut, der Blubstahl ist jetzt relativ wenig. Ne, dann nehme ich mir Schmerbe. Und ein Knilz. Ja. Haben wir Pflanze, einmal Wasser und Wasserboden und einmal Stahl-Elektro. Das schauen wir mal, wie das harmoniert. Vor allem, welches Level haben die jetzt überhaupt? Schauen wir mal. Wablu kommt. Level 30. Okay, aber Wablu ist schon mal nice als Gegner, weil mit Magnetilo ist das schnell erledigt. Bodyguard. Ja, setz ein, von mir aus. So, das war schnell erledigt. Nice ist das Thema, also ich kann nachher dann wieder was traden und so weiter. Drei Kämpfe hieß es, muss ich überleben. Zickzacks, das ist eigentlich, glaube ich, relativ egal, was ich mache. Erholung, willst du mich verarschen? Okay, das wird ein bisschen länger dauern. So, Spezialverteidigung sinkt. Das machen wir gleich nochmal. Wenn es treffen würde. Was, du kannst... Okay, ich muss, glaube ich, jetzt wechseln. Wobei, warte mal, wenn ich jetzt... Okay, Magnetilo hat ja Schwebe, soweit ich weiß. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich probiere es einfach mal aus. Ich kann mehr als aufs Maul kriegen, kann ich ja nicht. Hey, ich habe doch Schwebe! Hundertprozentig! Magnetilo schwebt in der Luft! Lol, Alter.
Ja, okay. Intensität kann der. Okay, das nutze ich sofort. Bitte jetzt eine 10er Intensität, aber ich bin glücklich. Ah, 7, okay. Das geht. Ah, geht sich leider ganz knapp nicht aus. Ja, gut, dann machen wir einmal noch Aquaknarre. Lebenshuler. Spätestens ab hier wäre es dann eh egal gewesen, weil Lebenshuler, genau, schwächt die Attacken von Elektrizität. Das heißt, jetzt hätte dann Magnetilo ihn nicht mehr viel ausrichten können. So, und einmal kommt noch ein Carpator. Okay. Ich mache das jetzt mit Intensität fertig. Dreschflegel kann der vor allem bei Level 30. Okay, macht Sinn. Da könnt ihr ja schon ein bisschen mehr. Ach, nur eine 6er, willst du mich verarschen? An der Stelle, das ist übrigens in dem Spiel eine Sache, die ich relativ gerne gemacht habe. Und zwar dieses Knobeln mit Intensität bzw. Erdbeben. Bei Erdbeben hast du eine relativ, hast du die 100er Stärke, die ist auch strong. Und bei Intensität ist es halt abhängig, wie stark. 4er Intensität kann passieren, das wäre natürlich absolut bad. Das ist auch bad. Also da ziehst du mit dem Schaden gar nichts ab. Also da machst du teilweise gar keinen Schaden. Sogar wenn es sehr effektiv ist, da bleibt gar nichts übrig. Intensität 10 hingegen, da ist gefühlt alles One-Hit, ganz egal wie effektiv. Ja gut, okay, also wenn es nicht sehr effektiv ist und ein Legi, dann wahrscheinlich nicht, aber und du bist 20 Level drunter. Aber in der Regel zieht eine 10er fast immer ein One-Hit mit sich. Da fängt dann sogar der Bildschirm so komisch an zu flackern. Vielen Dank für deine Teilnahme. Deine Pokémon sind gleich wieder topfit. Stimmt, jetzt kann ich dann immer tauschen. Aber ehrlich gesagt, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Team. Ich bleib da erstmal drin. Und die sagen auch wieder diese ganz komischen Zitate da, die es halt immer gibt. Ja Leute, also falls ihr heute irgendwie was von der Story noch sehen wollt, wird wahrscheinlich nicht passieren. Also ich habe ehrlich gesagt nur das hier geplant dann. Und danach, ja, I don't know. Ich glaube, danach werden wir nichts mehr anhängen. So, und Rassler, das kenne ich ja schon ganz gut mittlerweile. Ich habe aber leider nichts in die Ja gut, egal, dann Begrenzer. Ah, ich weiß schon, dass ich halt nicht die gleichen Attacken verwenden kann wie Trasselsert. Gut, das ist bei Magnetilo, glaube ich, egal. Weil die haben kaum Attacken, die sich überschneiden. Kekleon. Der Kek kommt dran. Und die Paralyse wirkt. Farbwechsel. Jetzt ist er Typ Elektro. Oh, das ist gut, wenn er Elektro ist. Aha, aha, aha. Da habe ich jetzt einen ganz guten Plan gerade. So, rüber zu Schmerbe. Dann setze ich gleich mal fette Intensität ein. Und dann sage ich Adios. Aha, ich habe sogar als erstes Angreifer. Nur eine 4er. Genau das war gemeint. Ja. Sehr effektiv. Und es bringt einfach nichts. Lächerlich, jetzt ist Bodentyp. Also das ist lächerlich. Psy-Schall kommt jetzt auch noch. Bitte geh nicht drauf. Okay, nice. Weil er den scheiß Delegator da auch noch hat, regt mich das mindestens genauso auf. So, der Delegator ist jetzt weg. Okay, klar, das ist so ein nerviges Pokémon. Nicht nur wegen Farbwechsel. Und genauso wegen dem scheiß Delegator. Also, das hat einige nervige Attacken drauf. So, jetzt ist es aber weg. Das gibt's nicht. Jetzt reicht's aber dann. Hätte nur gefehlt, dass jetzt ein Delegator einsetzt, wobei kann er gar nicht, wenn er ist er tauchen.
Geh doch bitte einfach drauf. Paralyse wirkt, Gott sei Dank. So, und jetzt geh weg. Hä? Ja, nur Glück beim Zocken, gerade dass er nicht angreifen darf. Gut, dann gehe ich jetzt aber gar kein Risiko mehr ein. Intensität 6, das reicht. Ich krieg hier den Wahnsinn. Aber sowas von. Schwalbini kommt nochmal. Achso, da darf ich jetzt gar nicht. Och Mann, ja gut, dann. Ja, dann setze ich einmal Aquaknarre ein und lass mich drauf gehen. Dann kommt einmal der Funkenstoß und dann passt das schon, oder Funkensprung. Das zieht sogar ein bisschen ab, das reicht mir eigentlich. Okay, der hat böse Sachen vor, gerade. Initiative die ganze Zeit stärken und dann einfach immer vom Erstangriff profitieren. Aeroas. War auch sogar noch ein Volltreffer. Das sieht man übrigens auch, also ich finde das gar nicht mehr so schlecht, dass ich das jetzt gerade mache übrigens, weil dadurch sehe ich auch ein bisschen, was die für Attacken lernen können nach einer Zeit. Also beim Schwalbini war es mir eigentlich eh klar, dass der Aeroas so später rausspringen wird, Agilität ist auch klar. Bei Magnetilo finde ich es auch interessant. Und Knilz war halt nie geplant tatsächlich. Bei der Weiterentwicklung wäre es aber auch interessant gewesen. Hätte ich es mir gefangen, nämlich. Vielen Dank für deine Teilnahme. Deine Pokémon sind gleich wieder topfit. Ja, danke. So, ein Kampf geht noch. Da haben wir die drei. Und tauschen. Nee, ich bleib wieder dabei. Also das Team ist gut. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Jeder hat eine Attacke, die ihn ein bisschen auszeichnet. Vor allem Knilz habe ich jetzt noch nicht so viel verwendet, aber Egelstam finde ich auch nicht so schlecht. Eine Attacke, die ich relativ häufig bei Wurmball gern verwende. Wenn ich das mal in irgendeinem Spiel habe. So, mach Holo. Das ist schon mal blöd. Ja, eine Kampfattacke ist da schon gleich direkt Game Over. Deswegen, ich gehe mal zu Schmerber gleich rüber. Und bitte jetzt eine gute Intensität. Geowurf. Ich bereue es nicht, dass ich gewechselt habe. Bitte. Das ist doch ein Joke. Energiefokus, oh Gott, jetzt kommen gleich die Volltreffer alle nach der Reihe. Bitte einmal eine 10er. Eine 5er! Liebe Leute, liebe Zuseher, das ist übrigens der... Das war der Volltreffer. Das ist übrigens der Beweis an der Leute, Finger weg vom Glücksspiel. Weil ihr seht, was dann passiert. In der Regel werdet ihr beschissen. Ja, mega Sorger, come on. Ich kann jetzt wahrscheinlich wieder mit Gesichte, okay. Als ob das irgendwas bringen würde. Ich habe jetzt glücklicherweise kein Geist-Pokémon bei mir. Somit kann mir das egal sein. Gesichte ist ja was für Geist-Pokémon. Genauso wie der Schnüffler. Das Normal-Attacken auf Geist einschlagen. Das ist kacke. Kamaup habe ich jetzt wieder nicht gerechnet. Ja, das ist gerade nicht gut. Ich glaube, den Kampf werden wir verlieren. Weil Schmerbe ist leider down. Den kriege ich nicht wieder. Sonnentag. Oh Gott, das auch noch. Wenn ich gerade drüber nachdenke, das ist alles kacke gerade. Weil, Ding kann ich dann auch nicht einsetzen, vernünftig Magnetilo. Weil der Funkensprung bringt ja gar nichts.
Aufgrund Bodentypen. Ja, setz nur Sonntag ein. Gut, dann geht der Kampf natürlich weiter. Tu's bitte. Setz nur mal Sonntag ein. Ich würde es genießen. Oh, einmal eine Fehlentscheidung bei einem Pokémon und du gehst schon wieder nach Hause. Gefühlt. Ich meine, ich hatte auch die Auswahl ja zwischen Kamaup, also hatte ich kurz überlegt, aber Kamaup kenne ich eh ganz gut, deswegen. Da brauchte ich jetzt nicht viel überlegen, ja? Setzen wir einfach die ein, die wir nicht so oft die Chance haben. So, und einmal Tackle und dann passt das. Ja, wenn er es so macht, dann ist es natürlich blöd, aber. Das ist dem Computer geschuldet, nicht dem Pokémon. Wallbeats. Das gibt's auch noch. Konfusstrahl? Willst du mich veräppeln komplett gerade oder was ist? Oh, 100% Wahrscheinlichkeit, dass du verwirrt wirst. Lol, ich hab den Piercing. Oh mein Gott, OP. Was? Shit. Schnell paralysieren wieder. Aber warum hat der auch ein Wallbeat? Das ist bei Level 30 sogar relativ strong. So, der erste Angriff gehört nämlich jetzt schon bei mir. Konfusstrahl wieder. Ach, leck mich doch. Okay. Last Taktik, sage ich jetzt mal. Last Strategie. Ich probiere die Egelsam. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt kommt der Volltreffer. Wow, danke schön. Danke, Spiel. Danke. Wunderbar. So, Magnetilo, jetzt musst du ja rausreißen. Ja, Funkensprung kann ich vergessen. Weil mein Pech hatte vielleicht noch Volt Absorber auch und dann bin ich raus. Superschall könnte ich noch probieren, aber. Nee, ich gehe gleich direkt voll auf Metal Sound. Ach so, Blödsinn. Wenn der Volt Absorber hat, bin ich sowieso im Arsch. Weil dann habe ich das große Problem, dass ich keine Angriffsattacke mehr habe. Ja, Superschall geht noch. Und es trifft sogar einmalig, um Gott. Ja, das passt schon, danke. So, bitte habt nichts in Richtung Volt Absorber. Epic. Aber es wäre wirklich zu geil gewesen. Stell dir mal vor, der hätte das jetzt gehabt. Ich hätte ihn nur dadurch besiegen können. Herzlichen Glückwunsch, du hast 3 Kämpfe vorher gewonnen. Ich gebe dir nun deine Pokémon zurück. Ich werde deinen Erfolg speichern. Bitte warte einen Moment. Für deinen dreifachen Sieg bekommst du von uns diesen Preis überreicht. Ein Hyperheiler. Echt jetzt? Ja, hier kann man sogar sich nochmal ein paar Dinger. Kampf-Pokémon, sieht man deine Liste, was es alles gibt? Nee, da steht nur dabei, was, okay. Aber egal. Gut, Leute, es war ein einmaliger Spaß, aber für einen Hyperheiler ist das halt echt wenig gewesen. Die 3 Kämpfe. Vor allem, das schluckt doch einiges an Zeit, darf man nicht vergessen. Gut, war ich jetzt geheilt? Ich glaube schon. Ja, war ich. Ja, gut, Leute, dann würde ich behaupten, ne? Wir ziehen weiter. Graveport City liegt hinter uns und es geht im nächsten Part dann auf Route 110 weiter. Und da werden wir uns wahrscheinlich auch unser nächstes Teammitglied fragen. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Ciao, ciao.